Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Kanon. Als Oski dann ein bisschen das dann gemacht. Ein bisschen XP. Also jetzt, die XP habe ich nicht selbst trainiert, die habe ich dann mit den XP Candies dann gemacht. Und ja. Da muss ich dann noch mal kurz. Soll ich Donnerschlag wirklich finden? Ich muss nachschauen. Zimmer dann für extra Geschwindigkeit. Musste ich ja gar nicht hier hinkommen. Thank you.
Haltet euch, Spoink. Ich weiß, es ist hart, aber wir finden eine Pelle für dich. Oh, hallo. Ich habe hier ein Problem. Mein Spoink hat seine Perle verloren. Ohne die Perle wird es sehr müde. Ich habe mir das hier gegeben, bis ich die echte finde, aber ich hatte halt kein Glück. Du hast die Perle gefunden? Ja, es ist kein Versehen. Das ist es. Schnell. Hier. Besser nun? Danke. Nun kann Spoink wieder normal sein. Hier. Das habe ich als Ersatz genommen. Aber nun brauche ich es ja nicht mehr. Warum nimmst du es dann nicht? Ich weiß auch nicht, was es ist. Aber nun bin ich nun nicht mehr dafür verantwortlich. Hoffentlich kannst du einen Nutzen mitfinden. Dem geht's jetzt besser. Das ist doch schön. Nicht so schnell, Trainer. Wir sind die Wächter dieses Ortes. Ein großes Vermögen wurde von ihr gestohlen. Deshalb sind wir um den Platz vor weiteren Schaden zu schützen. Du gehst zu Boden, Eindringling. Das war jetzt weniger gut.
Opfer. Ich jetzt noch einmal das zu so machen. Zum Glück ist halt immer geschwächt worden. Jetzt einmal. Das hat definitiv schildlos. Ja, sogar. Komm, sitz. Cotton Candy. Der Kampf scheint auch etwas anspruchsvoller zu sein.
Natürlich Volltreffer. Das fühlt sich doch an wie Cheaten an, oder? Oh, wir haben mal zufällig. Was? Du konntest uns besiegen. Volltreffer, ja genau. Wir haben jetzt sofort einen Volltreffer gelandet und der besiegt dich einfach, Mann. Macht Sinn. Das ist ja mit Pokémon. Manchmal muss man einfach mit Bullshit rechnen. Wie die Samisa so perfekt alles zusammengepasst haben. Das nervt schon mal. Hallo, Spiel, existierst du noch? Hallo, Spiel, reagiert auch mal in deinem Leben. Ich habe jetzt eine Idee, was wir jetzt machen können. Ich kann nicht glauben, dass ich jetzt bei einem normalen Gegner irgendwelche normalen Trainer treten muss. Wir werfen ja einen starken Trainer rein.
Eigentlich wollte ich das auf schön machen, aber anscheinend war. Kann man das aus unauffällig. Ach ja. Sonst könnte ich das ja auch schön machen, das würde einen Vorteil bringen. Da habe ich dann den X-Angriff verschwendet. Naja, das wird jetzt nun besser. Bei der HP werden. So, wenn wir. Ich habe jetzt eine Idee für meinen nächsten Move. Das ist natürlich dann gesagt. Die nächste Arena ist eine Feen-Arena. Muss ich mal schauen, wie ich da mein Team aufstelle. Hat jetzt auch bestimmt auch wieder ein Feld, das. Ja, der garantiert ein Feld, das ihm dann Vorteile bringt. Voll, dass du die Sack herumrufen.
Geschwindigkeit wurde stark erhöht. So viel für den Plan. Die wollten halt einen Teil von dem haben, was da gestohlen wurde. Also ich hoffe, dass sie, wenn die das dann finden, dann einen Teil davon bekommen. Daraus ist nichts geworden, deshalb sind die nun weggegangen. Gelbe Flöte 34. Moment. Sternlicht Arena. Sternlicht füllt das Kampffeld. Zerstört, wenn Licht, das den Himmel verbrennt, verwendet wird. Stärkt Psycho, Fee und Finsternis. Und Psycho-Attacken. Und Licht-Attacken bekommen den Feen-Typ. Siegestern, verstärkt Angriff, also den Schaden. Geomanzie muss nicht aufgeladen werden. Die wird mit Skill. Ist doch nützlich zu erfahren. Ah, man hat wartender Besucher. Wie unglücklich. Nicht um hier kein Respekt zu erweisen. Weiß halt nur nicht weiter. Haben wir uns schon getroffen? Vermutlich nicht richtig. Ich bin auch bekannt als das Wunderauge-Medium Miss Direction. Also Miss Richtung. Wo andere Leute mit der Fähigkeit wurden sind, Dinge zu wissen, die in der Vergangenheit passieren. Ja, ich weiß halt Dinge, die in der Zukunft passieren. Aber selbst für uns sind Leute, die halt die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sehen können, ein Mysterium. Na, wie dem auch sei. Ich befinde mich momentan in einer Krise. Meine Fortune ist halt verschwunden. Ohne das kann ich halt weder die Zukunft noch die Vergangenheit sehen. Ja, deshalb bist du hier richtig. Du bist mir eine Kristallkugel zu geben. Ja, ich fühle mich nun wie ich selbst. Das ist Glück, von dem ich gesprochen habe. Was? Moment.
zwei Rowdies hatten sich da überall unterhalten, an meinen Schatz zu kommen? Wie naiv. Ich gebe ihnen ein warmes Willkommen. Von hier, ach, ich sehe. Dann soll ich dir das hier geben. Was ich in der Zukunft für sehe, ist hart für mich zu verstehen. Es ist eine Zukunft, in der du nicht existierst. Es ist eine Zukunft, in der du nie existiert hast. Das ist seltsam, da ich das vorher noch nie gesehen habe. Aber sag mir, ich werde etwas sagen über die Welt, in der du nicht bist. Ja, ein Junge. Mit einem Kette um den Hals aus Zähnen. Geht vorwärts, um das Chaos zu zerstören. Er verdient Freunde, um an seiner Seite zu kämpfen. Ein Mann mit stacheligen Bracelets, ein anderer mit azurfarbenen Haaren. Ein Mädchen von einem schlafenden Stern gesegnet. Und eine schweigsame Frau in schwarz und in einem schwarzen und roten Anzug. Zusammen schneiden sie die verdorbenen Wurzeln von der Stadt, reinigen das Gift vom See und jagen das Feuer von den Spitzen der Berge. Und dann die Straßen reißen auf. Gespitzte Bracelets fallen in die Spalte hinunter. Leuchtende Armor greift an, also trifft oder sowas. Azurfarbene Haare sind rotäugig. Ein Feind seines eigenen Blutes steht ihm gegenüber. Und gebürdelte Hoffnung bricht auf den ramponierten Steinen von einer Stadt, die gezwungen wird, ihren Namen wieder gerecht zu werden. Der schlafende Stern fleht nach einem Wunsch. Von da an verschwindet das Mädchen im Anzug. Und die Zukunft folgt kurz danach.
Das ist alles, was ich momentan sehen kann durch deine Zeit. Ich hoffe, du verstehst es besser, wirst es besser verstehen als ich. Dann werde ich jetzt hier den Part beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.